wenn du jetzt anrufst, dann macht sie was. Ja, das ist mir schon gut. Ist das schon gefördert, ja, ne? Ja, das können wir mal. Ja, den Arm runter, man möchte Bilder machen. Ich glaube jetzt nicht, dass es nicht so. Das wird dir jetzt mal schön. Das kommt zusammen. Ich bin Fliege. Das sind jetzt mal losgenommen. Das so wissen, wie ich mal schauen. Also wir sind jetzt losgenommen. Aber natürlich, wir sehen. Also bis gleich. So, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Oberweißbacher Berg- und Schwarzertalbahn. Wir befahren eine Streckenlänge von 1384 Metern, überwinden 323 Meter Höhenunterschied. 15 Minuten, wenn wir Glück haben, sind wir nur unterwegs mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit von 1,6 Meter pro Sekunde. Auf der rechten Seite, der Herr, der da sitzt, das ist unser Katastrophentourist. Der sitzt immer da. Auf der linken Seite, die Dame, ist unsere Kräuterfrau. An ihren Ehemann, dem Buckelapotheker, sind wir ganz oben schon vorbeigefahren. Und nachdem 1668 in Thüringen die Hexenverbrennungen aufgehört haben, haben sich die Menschen wieder offiziell in die Wälder gewagt, um Kräuter zu sammeln. Aus den Kräutern wurden Arzneimittel der inneren und äußeren Anwendung hergestellt, gebunden in Öl. Wir befinden uns mitten im Thüringer Kräutergarten, daher sieht man bei uns auch sehr häufig den Begriff Olitäten. Und das ist einfach abgewandelt aus Oli, dem Öl, bedeutet Naturheilkunde. Was diese Kräuterfrauen mit ihren Buckelapothekern dann in den Küchen alles so gemacht haben, unter anderem diese Naturheilmittel, mussten die Herren der Schöpfung nach Aufzeichnung zufolge zu Fuß durch Mitteleuropa bis Ungarn und Frankreich tragen. Und was die Herren dann aus Paris mitgebracht haben, um 1700 herum, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Unser Seil hat eine Gesamtlänge von 1420 Meter, einen Durchmesser von 40 mm und wurde auf das Achtfache an Sicherheit ausgelegt. Rechts unsere Fröbelbank, auf den Namen Fröbel gehe ich nachher noch ein. Seit Bestehen unserer Bahn wurden schon 12 Seile gewechselt, keines dieser Seile war vorher gerissen. Wie es sich allerdings mit diesem 13. hier verhält, weiß ich noch nicht. Und sollte das Seil dann doch reißen, braucht niemand Angst haben. Wir haben ein Ersatzseil liegen aus Gummi. Wir bieten Bungee-Jumping-Farben an. So, wir selbst sind im Original Personenwagen. Das Fahrzeug wiegt 26 Tonnen und wurde dem Gefälle des Berges von 25% angepasst. Das andere Fahrzeug, was wir hoffentlich noch sehen, besteht aus zwei Teilen. Dem Unterteil eine Güterbühne, mit der bis 1966 normalspurige Güterwagen transportiert wurden. Heute befindet sich auf der Güterbühne unser Cabrio. Bei schönem Wetter fahren wir oben ohne. Man darf es bei uns auch wirklich nehmen. Sollte es regnen, teilt das Personal kostenpflichtig Schwimmreifen aus. Talwärts sieht man unsere Ausweiche. Es handelt sich hierbei um Abtschweichen. Das Besondere, die sind starr, die haben keine beweglichen Teile. Gefahren werden wir diese Ausweiche mit Hilfe unserer eigenartigen Radsätze.
Die Außenräder an unserem Fahrzeug, die Räder in Fahrtrichtung rechts, haben einen doppelten Spurkranz. Wir stecken mit den rechten Rädern auf der rechten Schiene und können diese nicht mehr verlassen. Die Räder links sind ohne Spurkranz wie breite Walzen. Bei unserem Gegenfahrzeug ist es genau umgekehrt. Und damit rollen wir jetzt über das obere Teilstück drüber, ohne dass sich die Fahrzeuge an der Stelle gegenseitig die Seilenden zerschneiden oder zerquetschen. Sollte das allerdings jetzt der Fall sein, bitte ich schon mal um Verständnis. Bei uns steigt das Personal immer als erstes aus. Wir müssen die Unfallprotokolle schreiben. In vierfacher Ausfertigung. Rechts unserer Porzellanregale. Viele behaupten, die stehen deshalb hier, weil wir nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. War bei manchen gestern schon der Fall. Wir wollen mit diesen Porzellanregalen an den Erfinder des Thüringer Porzellans, Georg Heinrich Macheleiter, erinnern, der in Korsdorf geboren wurde und 19 Jahre nach Böttcher das Porzellan für Thüringen nacherfunden hat, zum Leidwesen des Sachsenkönigs, der daraufhin sein französisches Monopol verlor. Und auf der rechten Seite die beiden Herren da am Hang vom Wald bedeuten nicht etwa die artgerechte Haltung der Männer. In dem Fall fehlt damit seit gestern der Bierkasten. Wir wollen an die Menschen erinnern, die vor dem Bau der Bergbahn Frachten zur Schwarzer Talbahn bringen mussten. Die Schwarzer Talbahn, die ging 1900 in Betrieb und die Bergbahn erst 1923. So, unser Cabrio. Es wiegt 12 Tonnen. Auf die Güterbühne kann man 27 Tonnen stellen. Dem Inhalt kann man ruhig mal winken. Da ist ein Pärchen drin, die feiern hier ihre blecherne Hochzeit. Ja, und für den Fall, Sie wissen nicht, was blecherne Hochzeit ist. 7 Jahre Essen aus der Dose. Ab morgen geht's mit Beutelsuppen weiter. So, unsere Bahn wurde von 1919 bis 1923 aus wirtschaftlichen Gründen erbaut, um die oberen Ortschaften an die Märkte anzubinden. 1919 gründete man eine Bahn AG, man wandte sich an den damaligen Regierungsbaurat Wolfgang Weseler und als der unsere Metzelschlucht sah, entschied er, die kostengünstigste Variante einer Bergbahn, diese Standseilbahn zu bauen. Und bei unserer Standseilbahn hängen 2 unterschiedliche Fahrzeuge an einem einzigen Seil. Das Seil wird in der Bergstation umgelenkt, 2 elektrische Drehstrommotoren von jeweils 110 kW treiben das Seil an. Und durch diese Stromabhängigkeit bekommt man bei einem Stromausfall ein Problem. In unserer Gegend, neben den vielen Bäumen, ist der Strom dann schon mal 2-3 Tage weg. Die Türen lassen sich leider nur elektrisch öffnen. Und aus diesem Grund haben sie unter ihren Sitzbänken diese eigenartigen Kisten. Schauen Sie vorsichtshalber ruhig schon mal drunter. Und in den Kisten befinden sich Lebensmittel und Getränke für die nächsten 3 Tage. Fällt der Strom wirklich aus, kann man mit Hilfe einer Fernsteuerung ein 250 kW Turbodiesel-Notstromaggregat in Betrieb nehmen. Innerhalb von wenigen Minuten setzen wir die Fahrt fort, es sei denn, die vorhergehende Schicht hat vergessen zu tanken. In Fahrtrichtung links folgt dann unsere Porzellina. Unter der Porzellina unsere Seilschaft und die Seilschaft zeigt das Grundprinzip der Bahn, 2 Fahrzeuge verbunden mit einem Seil. Das Stückchen Seil, daran ist auch ein Stück unseres Originalseiles, an dem wir hängen. Sollten Sie noch Fragen haben zur Geschichte, zur Technik, kämpfen Sie sich einfach zu mir vor. Ich werde Ihnen die Fragen gerne beantworten. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen angenehmen Aufenthalt. Weiterhin dieses herrliche Wetter. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Allzeit gute Fahrt.
Von gestern kein Bier gegessen. Und die Männer haben heute noch eine Ausrede. Ja, ich bin. 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 Ja, ich bin.
Wenn die Dame kann, ja, das kann ich nicht verabschieden. Ja. Ich kann aber bei mir helfen.